Christiane Hein besucht immer noch gern die Vizelinkirche in Neumünster, obwohl sie vor 3 Jahren ausgetreten ist. Denn sie musste für ihren Glauben sowohl Kirchensteuer als auch Kirchgeld zahlen. Ich habe mich schon die letzten Jahre immer über die Nachzahlung erst gewundert, nachher geärgert. Und so, dass man dann doch zu dem Entschluss gekommen ist, aus der Kirche auszutreten. Das Kirchgeld wurde als Nachzahlung mit dem Steuerbescheid fällig, denn die Heins werden gemeinsam veranlagt. 265,50 Euro Nachzahlung für das Einkommen des Ehemanns. Dabei ist der gar nicht in der Kirche. Einspruch beim Finanzamt ist zwecklos. Das weiß die Steuerfachfrau Christiane Hein. Wenn man keine Lust hat, das Kirchgeld zu zahlen, können Sie ja nur aus der Kirche austreten. Mit Kirchgeld haben nur bestimmte Ehepaare zu tun. Wenn einer in der Ehe Kirchenmitglied ist, der andere aber nicht, sprechen Kirche und Staat von einer gemischtgläubigen Ehe. Solange beide etwa gleich viel verdienen, zahlt nur der kirchlich gebundene Ehepartner Kirchensteuer. Soweit alles paletti. Das ändert sich, wenn das Kirchenmitglied deutlich weniger verdient. Dann verlangt die Kirche nicht nur Kirchensteuer, sondern auch Kirchgeld. Dies wird bei gemeinsam veranlagten Paaren aufgrund der Einkünfte des nichtkirchlichen Partners erhoben. Weil in Deutschland die Amtskirchen staatlich gefördert werden, ziehen die Kirchen über das Finanzamt Kirchgeld auch für Nichtmitglieder ein. Für Kirchenkritiker Carsten Frerk eine Missachtung der Religionsfreiheit. Dieses besondere Kirchgeld wird manchmal auch so etwas ironisch als Heidensteuer bezeichnet. Und es beruht darauf, das Verfassungsgericht hat schon in den 60er Jahren gesagt, es ist eben nicht erlaubt, den konfessionsfreien Ehepartner dazu heranzuziehen, die Kirchensteuer für den anderen mitzubezahlen. Und hat dann aber den Kirchen ein Hintertürchen eröffnet, indem sie gesagt haben, es gibt ja den gemeinsamen Lebensaufwand. Wie kann das sein? Wir fragen Propst Stefan Block, den stellvertretenden Bischof von Kiel. Kann die Kirche den Hals nicht voll genug kriegen? Immerhin kassieren evangelische und katholische Kirche bereits 9 Milliarden Euro Kirchensteuer pro Jahr. Warum müssen dann auch Außenstehende zahlen? Diese finanzielle Leistungsfähigkeit des Kirchenmitglieds speist sich eben nicht nur aus dem eigenen Einkommen, der eigenen Arbeit und dem eigenen Einkommen und damit auch der Lohnsteuer, sondern auch aus dem, was dem Kirchenmitglied anteilig auch aus dem Ankommen ihres nichtkirchlichen Partners oder Partnerin zusteht. Das alles, weil die Kirche früher verhindern wollte, dass Hausfrauen ohne eigenes Geld, aber mit betuchtem Gatten für lau in die Kirche gehen. Und das Bundesverfassungsgericht segnete das Kirchgeld ab. Wer sich daran stört, soll halt mehr Steuern zahlen. Letztendlich ließe sich die Problematik, wenn sie so empfunden wird, für das Kirchenmitglied auch anders lösen. Sie ließe sich auch dadurch lösen, dass das Ehepaar sich nicht mehr steuerlich gemeinsam veranlagen lässt. Die Amtskirchen nehmen insgesamt ca. 30 Millionen Euro Kirchgeld ein. Nur in Bayern und Baden-Württemberg verzichtet immerhin die katholische Kirche darauf. Sie ist reich genug. Da muss man darauf berücksichtigen, dass die katholische Kirche insgesamt zurzeit rund 500 Millionen Euro mehr Einnahmen pro Jahr hat als die evangelische Kirche. Viele ärgern sich darüber, fühlen sich von den Kirchen abgezockt, bestätigt uns der Bund der Steuerzahler. Was aber tun, wenn der gläubige Ehepartner nicht austreten will? Wir sind mit einem Mann verabredet, der einen Ausweg gefunden hat. Hans-Jörg Jakobsen hatte nie etwas mit Kirche am Hut. Aber seiner Frau Gudrun war es wichtig, nach 30 Jahren wieder einzutreten. Und prompt bekamen Jakobsens den Bescheid, Kirchgeld zu zahlen. Ich fühle mich da in eine Zwangshaftung genommen. Ich war nie in der Kirche, ich bin nicht getauft, ich bin nicht konfirmiert, wir haben nicht kirchlich geheiratet, die Kinder sind nicht getauft und ich will auch bei meinem Abschied keinen Pfarrer da stehen haben. Hans-Jörg Jakobsen begann zu recherchieren und entdeckte eine Lobby für kirchenfreie Menschen. 2 Körperschaften, die vom Staat auch als geistige Heimat anerkannt werden. Der Humanistische Verband und der Bund für Geistesfreiheit. Und dann habe ich mich bei den Humanisten erkundigt und die Erfahrung gemacht, die Information bekommen, dass als Mitglied der Humanisten dieses erhöhte Kirchgeld eben entfällt, weil die Humanisten den Kirchen gleichgestellt sind.
Seit einem Jahr engagiert er sich bei diesem Verband, zahlt zwischen 50 und 100 Euro Mitgliedsbeitrag. Sein Steuerberater prüft und gibt grünes Licht. Das Kirchgeld entfällt für Humanisten und den Bund für Geistesfreiheit. Das sind also öffentlich-rechtliche Körperschaften, die vom Gesetz her Kirchensteuern erheben dürften, das aber nicht tun und zurzeit nur von ihren Mitgliedern Mitgliedsbeiträge erheben. Wenn man hier die Mitgliedschaft nachweist gegenüber seinem Finanzamt, dann kann man eben die Belastung mit dem Kirchgeld, mit dem besonderen Kirchgeld auch vermeiden. Christiane Hein geht trotz allem noch manchmal in die Kirche. Denn ihr Glaube an Gott hat sich nicht erledigt. Aber wieder eintreten will sie nicht, solange es noch das Kirchgeld gibt.